Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum kleinen, naja, Tagestipp vielleicht, okay, zur kleinen Tagesanalyse von mir aus, okay. Es ist ganz egal, ob es für dich heute nur um diesen einen Tag geht. Es ist auch ganz egal, ob die Energien ein paar Tage nachschwingen, okay. Manchmal sagen wir Tagesenergien, aber für viele Menschen schwingt es nach oder es kommt verspätet oder man assoziiert es zu einem späteren Zeitpunkt, weil es steht und fällt immer mit der eigenen Bereitschaft, Dinge anzunehmen und nicht. Das ist unglaublich wichtig, Leute. Okay? Wir haben drei Optionen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, Option 1, Option 2, Option 3 zu machen. Ja? Aber ich habe mich kurzerhand dazu entschieden, es anders zu machen, weil wir haben hier noch ein anderes Deck. Okay? Was wir verwenden werden, auf dem Boden liegt jetzt der Imperator, den lasse ich aber auch da liegen, ist jetzt auch ganz wurscht. Okay, wir machen das so. Du kannst gerne eine von diesen drei Optionen wählen. Ansonsten schau dir das Video bis zum Schluss durch und wir gucken mal. Okay, für mich ist wichtig, wie ist deine tagesaktuelle Energie oder deine Energie in den nächsten Tagen, sobald sich die Situation für dich klären oder öffnen darf. Okay, wie ist die Situation bewusst und unbewusst? Die Karte der Kraft. Die Karte der Kraft ist eine mega geile Karte. Eine Karte, die ich sage, es ist einfach wirklich Porno. Die Karte der Kraft redet nicht nur von intelligenten Entscheidungen, von einem intelligenten Menschen, ja, sondern auch von der Intelligenz oder die Kapazität oder die Fähigkeit, eine Situation, auch ein Ego, zu seinen Gunsten zu drehen. Das heißt, die Tagesenergie ist eigentlich so daraus konzipiert, dass du in jeder Situation, egal ob du abgedreht bist, egal ob du gestresst bist, egal ob du genervt bist, egal ob du im Powerflow bist, es ist ganz egal. Du hast die Fähigkeit, aus allem etwas Gutes zu machen, ja, aus allem etwas Gutes zu sehen, aus aller Hinsicht heraus, okay, etwas positiv zu verändern. Der heutige Tag besteht nicht nur darin, ja, klare Entscheidungen zu treffen, sondern es öffnen sich Portale, es schließen sich karmatische Situationen, es ergeben sich neue Frequenzen, unbewusst bewusst, okay, die in dieser Woche für dich nicht nur nachschwingen werden, sondern vor allen Dingen in den ersten 3 Wochen im Juni ein Resultat erzielen werden, wovon viele von euch heute noch gar nicht wissen. Okay? Brauchst du Hilfe, brauchst du mehr Informationen, schreib mich an. Die aktuelle Energie besteht. Wenn du aus einer intelligenten Energie heraus, aus einer Dominanz rauskommst, aus einer Bestimmungsfrequenz der Kontrolle, wenn du dich nicht aufhalten lässt, du selbst zu sein, ja, wenn du bereit bist, heute Konfrontationen anzugehen aus der Ruhe heraus, wenn du bereit bist, okay, diese Möglichkeiten oder diese Gespräche oder dieser, weiß ich nicht, Angebote vielleicht, egal was dir heute positiv passieren kann oder in der nächsten Woche noch. Wenn du wirklich sagst, geil, Alter, wie cool ist das, der leckt mich an die Füße, ja? Also darauf habe ich gewartet, ich nutze jetzt die Chance. Ja, so wie ich. Ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft, habe super tolle Angebote genutzt, ja, wo ich mich darüber gefreut habe. Ich habe mir ein mega geiles Pornokleid gekauft, okay, für umgerechnet auf Deutsch 6 Euro, wo mein Mann sagte, wow, wie geil ist das denn, wo hast du das denn her? Ne? Mein Mann war wählen, weil in Mexiko waren Wahlen. Und ich bin dann hingegangen und gesagt, so weißt du was, geh du mal wählen, ja, ich gehe nur eine kleine Runde drehen, ich bin hier vorne. Hör mal, dann habe ich mir ein paar Sachen gekauft, unter anderem ein mega geiles Kleid. Das heißt, ich habe diese Chance genutzt. Was bringt es mir? Eine positive Energie, ja, ich fühle mich noch geiler, ich kann ein wunderschönes Kleid präsentieren, plus andere Sachen noch, okay. Mein Mann fühlt sich wieder richtig schön, angenehm. Das heißt, nicht wieder, sondern es hat ihn gefreut, ja, dass ich mir was gegönnt habe und er davon profitieren kann. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist auch scheißegal. Das Ding ist einfach nur, nutze die Chance, auch Angebote zu nutzen. Ja, sei es in einem Geschäft, sei es durch Menschen, sei es durch Situationen. Ganz, ganz wichtig. So, das ist die Hauptenergie heute. Okay? Power, Leidenschaft, Sinnlichkeit, Intelligenz und ab nach vorne. So, was ist der Weg? Was ist der Weg? Was ist der Weg? Ja, das heißt, der Weg kann bedeuten, wie komme ich ans Ziel, okay? Oder der Weg kann auch bedeuten, wie lasse ich etwas zurück, okay? Und hier geht es vor allen Dingen um die Reinigung. Was ist der Weg? Der Weg ist Reinigung. Reinigung von, das brauchen wir nicht immer wieder zu sagen, ja? Von Toxinen, von Giftmitteln,
von falschen Gedanken, von falschen Wahrnehmungen, von falschen Strukturen, von falschen Voraussetzungen. Alles, was in deinem Menschsein, in deinem Kopf blockieren könnte, ja, dich in eine Richtung bringt, wo du gar nicht hingehörst. Das heißt, wenn dein Weg zum Beispiel ist, keine Ahnung, ein Lottogewinn zu haben, ja, anstatt dass du dann zur Lottoannahmestelle gehst, gehst du dann hin und sagst, nee, weißt du was, ich kaufe mir lieber, weiß ich nicht, ein Gyros Peter, ja, mit einem Hähnchendöner und was weiß ich nicht, 5 Frikadellen. Das heißt, anstatt das Geld in den Lottoschein zu investieren, was du eigentlich vorhattest, gibst du das Geld anderweitig aus und dann kannst du natürlich nicht Lotto gewinnen. Und genau diese Zahlen, die du eigentlich hättest nehmen wollen, die du in deinem Kopf noch hattest, ja, gewinn. Du ärgerst dir einen Wolf, ganz ehrlich. Das heißt also, kläre deine Gedanken, kläre den Weg zu deiner Intuition, klären, Reinigung, auflösen, ablösen, analysieren, befreien, loslassen, ab nach vorne. Der Weg, der am heutigen Tag bis Ende der Woche gegangen werden darf, ist der Weg der Reinigung, der Weg der Meditation, der Weg, der wirklich auch dich an ein Ziel bringt, okay, der dich intensiv mit vielen Überraschungen kontaktiert, positiv oder negativ, das ist Latte Wurst, okay, ich bin auch positiv überrascht worden, wo ich dieses wunderschöne, geile Kleid gesehen habe und ich habe gedacht so, was? So günstig? Ich ziehe das mal an für ein nächstes Video, okay? So. Der Weg zu deinem Glück, der Weg zu deinem Seelenfrieden, der Weg, der auch immer für dich bestimmt ist, ist der Weg, ja, der Klarheit, der Befreiung, des Engagements, des Wohlfühlen, des Anerkennens und zu sagen, ich bin 53 Jahre, ich habe Kleidergröße 36 und ich fühle mich Porno. Ja, mega. Das heißt, du gibst dir eine Wow-Spritze und es ändert deinen ganzen Flow. Es gibt auch Menschen, die sagen, Alene, ich bin 45 Jahre, ja, ich habe 20 Kilo Übergewicht, habe schiefe Zähne, habe Sommersprossen bis an die Ohrläppchen, ja, habe eine Hornbrille und habe einen total verkackten Haarschnitt. Aber ich fühle mich wohl. Warum? Weil es mir Latte egal ist, ja, ob die Leute mich hübsch finden oder nicht. Gibt dir auch ein geiles Pushing für den Ego. Das heißt, der Weg besteht nicht darin, das zu machen, was andere von dir wollen. Der Weg besteht auch nicht darin, das zu machen, ja, was du bisher gemacht hast. Der Weg ist das zu machen, dass deine Seele, dass dein Sein, dass dein Gefühl, dass dein Körper, dass alle deine Sinne in einer so geilen Vibration sind, dass du sagst, yeah, ich bin die Pornomaus der Nation, egal was andere sagen. Der Weg zur Stabilität, der Weg zu einer intensiven, herausfordernden Energie ist der Weg der Reinigung, der Ablösung und vor allen Dingen der Balance. Okay? Wow! Was könntest du eventuell in Frage stellen? Okay, was könntest du in Frage stellen? Wir schauen mal, ob dieses Tarot geeignet ist für diese Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Wenn nicht, nehme ich ein anderes. Okay, das ist mir jetzt auch gerade ganz egal. So, was stellst du in Frage? Dein Schicksal. Ja? Was stellst du in Frage, ob das, was du möchtest, auch wirklich das Richtige ist? Ja? Du wirst in Frage stellen und du wirst auch vielleicht ein oder zwei schlaflose Nächte haben, aber du wirst in Frage stellen, ob das, was deine Intuition dir sagt, ob das, was du gehört hast, ob das, was gerade am Start ist, wirklich richtig ist. Das heißt, du wirst unbewusst bewusst dein Schicksal hinterfragen. Ja. Und du wirst unbewusst bewusst, okay, eine Privation spüren, erhalten, wie auch immer. Und hier wieder, guck mal, dein Schicksal. Ja. Also, was stellst du in Frage? Ist es das wirklich? Bin ich ganz sicher? Was ist, wenn? Das heißt, du stellst in Frage, ob das, was du machst, richtig ist. Du stellst alles in Frage. Okay, das ist auch cool. Aber mit dem Hintergedanken, dass du dann eine Entscheidung triffst, okay, und hier genau weißt, wenn ich es in Frage stelle, ist das einerseits gut. Aber wenn ich es in Frage stelle, kann es mich auch wieder in eine andere Frequenz bewegen. Das heißt, also, was dir im Weg steht, um an das zu kommen, das, was du in Frage stellst, ist es das Richtige? Überprüfe es, analysiere es, okay? Geh in deine persönliche Energien rein, schau, wie möchtest du gerne leben, wo möchtest du gerne sein, überprüfe es, okay? Und dann gehen wir weiter. So, was ist das, was du nicht nur manifestieren kannst oder wirst, sondern was ist das, ja, was dein Körper, was deine Seele, was dein inneres Ich dir wirklich sagen will in diesem ganzen Kakao oder Prozess, ja, dass du die Verantwortung nicht auf andere schiebst, sondern dass du die Verantwortung für dich, für dein Leben übernimmst, ja. Bleibe im Selbstvertrauen, will dein eigenes Ich dir sagen. Bleibe im Selbstvertrauen, mache dich verantwortlich für alles, was dir zusteht. Mache dich verantwortlich für alles, was richtig und wichtig ist, okay.
Und dein Körper, dein Geist und deine Seele möchte dir sagen, ich gönne mir meinen Erfolg und ich bin mir selbst genug. Selbstvertrauen, dich selbst genug zu sein, Verantwortung überzunehmen für dich selber, für deine Handlungen, für deine Entscheidungen, für dein Leben, für dein Glück, für deine Passion, für deine Sexualität, für was auch immer. Okay? So, und gönne dir den Erfolg, der sich aufzeigen wird, sobald du dich getraut hast oder entschieden hast, ja, aus diesem Drama, aus diesem Kakao, aus dieser Stagnation, aus diesem Zweifel, aus diesen Energien herauszukommen. Wow, Leute, finde ich klasse. Okay? Braucht ihr Hilfe bei einer privaten Legung, zielorientierten Therapie, schreibt mich an. Juli-Termine sind wieder in vollen Zügen, schon seit Ewigkeiten. Okay, Notfall-Express-Termine am gleichen Tag bzw. am nächsten Tag bekommst du von mir, sofern du einen dringenden Notfall hast. Okay, ich wünsche euch alles Liebe. Analysiert eure Situationen, Leute. Es ist unglaublich wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sehen, es geht nicht immer nur um, ach, ich stehe auf, ich gehe arbeiten, ja, was mache ich mir zum Frühstück, wie mache ich mir die Haare? Nee, es geht um viel mehr und das ist unglaublich wichtig zu erkennen. Eine kleine Botschaft will heute noch raus. Mir juckt der ganze Körper. Das hier wird ja nicht, okay? Es gibt Menschen, die haben Ausschlag. Es gibt Allergiker unter euch und mich juckt schon der ganze Körper. Der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich. Was heißt das, ja? Deine Befreiung, dein Glück, dein Erfolg, dieser Mensch, nach dem du dich sehnst, alles steht und fällt mit den Wünschen, mit den Träumen, die du hast und die du in die Umsetzung bringst. Es muss nicht schnell sein, es muss nur richtig sein. So Leute, das war es von mir heute und wir hören uns. Bis dahin, bye.